Welches Ereignis, welche Situation im Herbst 1989 erinnerst du dich besonders, beziehungsweise war für dich bis heute besonders einprägsam? Ja, für mich prägnant, wenn ich mich zurückerinnere, ist irgendwie dieser 7. Oktober, die Demos und dann die sozusagen Niederschlagung der Demos. Und ich weiß, dass ich an dem Tag noch unterwegs war und ich war gar nicht bei einem der Proteste, sondern ich war im Kino und habe auf dem Rückweg mitbekommen, dass U-Bahn-Stationen gesperrt sind und habe einen totalen Schreck bekommen, weil ich damals ja schon hochschwanger war, war kurz vor der Entbindung. Und für mich ist das mit so einer, in der allerersten Erinnerung mit Angst verbunden, dass ich dachte, wenn ich jetzt hiermit weggefangen werde, wenn hier irgendwas passiert, also ich war auch in der Gethsemane-Kirche in den Tagen um den 7. Oktober herum und habe immer gedacht, irgendwie, ich muss also jetzt eigentlich schnell nach Hause, ich muss hier weg, damit mit mir nichts passiert. Ne? Also das war so, das ist interessanterweise meine erste Erinnerung daran, der 7. Oktober. Warst du damals in der Opposition der DDR aktiv? Wie würdest du deine politischen Positionen damals beschreiben? Ja, also als aktiv in der politischen Opposition würde ich mich nicht beschreiben. Also ich hatte mit vielen Leuten Kontakt, war auch an vielen Sachen beteiligt, aber ich würde mich nicht als politisch aktiv bezeichnen. Also ich habe viel mitbekommen, wie gesagt. Also ich war auch viel in der Kirche von unten, war als die im Mai die Wahlen waren, also bei den Nachbereitungen, bei den Auszählungen mit dabei und auch in der Kirche von unten, in der Elisabethkirche war das, glaube ich, damals. Ne? Und doch später bei Demos, aber ich weiß, das ist so, ja, ich klinge schon politisch aktiv irgendwie. Viele Sachen haben ja in den Kirchen stattgefunden, das hat sich dann oft überschnitten, also die Kulturszene mit der politischen Szene, da war auch eins. Und irgendwie war mir der Satz damals wichtig, dieses Bleib im Land und wehre dich täglich, weil in den 1989er Jahren ganz viele Ausreisekandidatin, würde ich die heute mal nennen, also in den Kirchen waren, die sich von uns irgendwie unterschieden, dass sie halt, ja, halt weg wollten und das Dach der Kirche genutzt haben, um vielleicht mehr Druck für ihre Ausreisen zu machen. Und da war mir persönlich das irgendwie wichtig, also meine Haltung war wirklich dieses Bleib im Land und wehre dich täglich, also nicht auszureisen, aus meinem Land was Besseres zu machen. Das war also meine politische Position, also auch noch im Oktober und auch bis zum Fall der Mauer und dann natürlich, was danach kam, war immer noch die Idee von einem besseren DDR. Ja, so meine politischen Aktivitäten, wenn ich mich so zurückerinnere, waren so 1988 auch eine Unterstützung, wenn der Friedrichsfelder Feuermelder gelegt wurde in der OB-Zeitschriften, dass ich da mit dabei war und Zeitung mitgelegt habe. Ja, im Herbst 1988 haben wir im Keller der UB auch die Schuldenkrise gelegt. Das war die Zusammenfassung der Ereignisse von den IWF-Protesten. Wo warst du im Herbst 1989? Also im Oktober 1989 war ich in Berlin. War also, wie schon erwähnt, dann auch schon hochschwanger, kurz vor der Geburt von Franz. Und habe also an politischen Aktionen eher peripher teilgenommen, weil mir das also zu riskant war. Franz ist am 22. Oktober geboren. Und ich war dann, glaube ich, so ungefähr eine Woche später wieder zu Hause. Und das war sozusagen so knapp vor der Maueröffnung, dass ich mich da an so viele Sachen nicht so direkt erinnere. Also ich war dann, also ich glaube, das war einfach diese Zeit, so still zu Hause zu sein, irgendwo zu gucken, dass man essen und trinken kann, dass das Kind irgendwie zufrieden ist. Und da habe ich so von den ganzen Ereignissen dann nicht mehr so viel mitbekommen. Also nur so peripher. Aber den 9. November habe ich abends noch mitbekommen, bin dann irgendwie nächsten Tag mit Freunden und Dirk sind wir dann irgendwie das erste Mal nach West-Berlin. Was hätte deiner Meinung nach politisch oder gesellschaftlich mit der DDR geschehen sollen? Ja, aus meiner Sicht finde ich das ganz schön schwierig, das einzuschätzen, wie wirklich die Situation war. Bei den Demos war ich, glaube ich, gar nicht, sodass ich jetzt auch nicht einschätzen kann, welche Leute bei diesen Demos waren. Und ich befürchte, dass wir in unserer Position damals sehr wenige waren, also die schon in der DDR-Opposition und im Umfeld bewegt haben, dass wir nicht so viele waren. Irgendwie ist das Wahlergebnis, was es dann später gab, März 1990, ein bisschen der Indikator dafür, dass
unsere Ideen nicht so breit wahrscheinlich verankert waren in den Leuten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Motivation der Leute, die im Herbst 89 auf die Straße gegangen sind, das ist mir nicht so klar. Ich befürchte, dass sehr viel mehr vielleicht eine schnelle Einheit und schnellen Konsum wollten, als wir uns das vorgestellt haben. Das vorherrschende Bild vom Herbst 89 erzählt, dass die Menschen nur wegen Mauerfall und deutscher Einheit auf der Straße waren. War das so? Also ich erinnere mich, dass wir in dem Kreis, in dem ich mich bewegte, im Freundeskreis, im politischen Kreis, irgendwo die Vision von einer besseren DDR hatten. Also dieser schnelle Anschluss war mir überhaupt nicht klar. Ich habe meine Idee davon gehabt, dass es so schnell gehen würde. Ich habe einfach gedacht, dass wir jetzt mit unseren Positionen uns irgendwie, es gab den runden Tisch, dass wir uns an den Tisch setzen, dass verhandelt wird, was war gut in der DDR, was kann man übernehmen, welche Sachen kommen zusammen, was ist unterschiedlich. Also ich hatte einfach die Vision von einem besseren Land und nicht von einem Anschluss an die Bundesrepublik. Im Dezember 1989 bin ich, meine mich zu erinnern, durch Aushänger darauf aufmerksam geworden, dass ein unabhängiger Frauenverband gegründet werden sollte. Und ich hatte das erste Mal im Leben so ein Gefühl, dass sich mit einem Kind meine Situation sich verändert, dass ich als Frau also nicht mehr alles machen kann, was ich vorher machen konnte. Also ich habe das gemerkt, dass ein Kind sozusagen die Situation komplett verändert. Und ich glaube, das war einer der Gründe, weshalb mich das so stark interessiert hat. Ich habe mich in der DDR für Frauenbewegungen, Frauenthemen nicht so stark interessiert. Ich hatte also ein Gefühl von Gleichberechtigung, was sich verändert hat mit der Geburt meines Sohnes, und bin dann im Dezember 1989 bei der Gründungsveranstaltung in der Volksbühne gewesen. Das war eine ziemlich große, ich glaube, die Volksbühne war voll mit Frauen aus unterschiedlichsten Zusammenschlüssen, Gruppen, Verbänden, und ich glaube, das war aber der Unabhängige Frauenverband ist noch nicht gegründet worden, sondern es war so eine Art Vorveranstaltung. Meiner Meinung nach ist der Unabhängige Frauenverband Monate später gegründet worden, und das war auch ein anderer Ort, an dem ich leider aber nicht erinnere. Also ich weiß nur, dass ich Franz immer dabei hatte, der lag dann da irgendwie auf dem Tisch, das müssen also andere Räume, es war nicht mehr die Volksbühne, und da fand die Gründung statt. Und ich habe damals in Berlin-Friedrichshain gewohnt, und der Unabhängige Frauenverband ist in der Liste mit den Grünen zusammengegangen. Und die ersten Listenplätze waren aber von Männern besetzt, sodass wir nach der Wahl, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir hatten, 1,4 oder so, also auch sehr enttäuschendes Ergebnis, was dann sozusagen das Tor geöffnet hat für diesen Anschluss. Also dass die vorderen Listenplätze von Männern, von den Grünen besetzt waren, und das fand ich irgendwie für die Unabhängige Frauenpartei also ein verheerendes Ergebnis, und ich habe das Gefühl, wir sind einfach über den Tisch gezogen und ausgetrickst worden. Das hat mich tierisch geärgert. Also es war jetzt für so eine erste Demokratieerfahrung ziemlich enttäuschend. Und ich glaube, den Unabhängigen Frauenverband gab es dann auch nicht mehr so lange. Im Friedrichshain gab es in der Simon-Dach-Straße, ich glaube, das Frauenzentrum Eva noch, erster weiblicher Aufbruch. Da war ich in den ersten Monaten noch aktiv, habe ich dann aber relativ schnell zurückgezogen, auch, glaube ich, aus Enttäuschung für diese entzogene Listenplätze. Das war eine totale Verarsche. Unfassbar, ja. Innerhalb der Linken wird die Zeit der sogenannten Wende heute meist vor dem Hintergrund des erstarkenden Nationalismus und Neonazismus nacherzählt. Wie hast du das Auftreten von Deutschland- und Reichskriegsfahnen sowie den kippenden Spruch »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk« damals wahrgenommen? Welche Bedeutung hatte für dich damals »Wir sind das Volk«? Also den Spruch »Wir sind das Volk« fand ich am Anfang eigentlich total schön, weil es ja aus meiner Sicht ein Statement der Staatsführung gegenüber war. Also ihr denkt jetzt, ihr seid unsere Staatsführung, aber wir sind das Volk. Wir sagen, was wir wollen. Wir sagen, wie es lang geht. Also ich sehe das ein bisschen in der vielleicht Tradition der großen Demonstration am 4. November. Da fand ich das total schön, dass Leute da zu Millionen in Berlin demonstriert haben. Und ich habe diese Menschenmenge, die auf die Straße ging, irgendwie
dann später auch so empfunden mit dieses wir sind das Volk als so eine Art der Emanzipation dem Staat gegenüber. Als es dann kippte in wir sind ein Volk, was ja relativ schnell ging, war ich eher schockiert, weil ich ja nicht für diesen schnellen Anschluss war, weil ich irgendwie dachte, also wir sind noch nicht ein Volk, lass uns das mal angucken. Und ich erinnere mich auch an die große Demo Deutschland halt's Maul, die es dann gab. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag so Telefondienst gemacht habe. Es gab immer so ein Notfalltelefon, weil ich natürlich mit Franz, der so klein war, oft nicht mehr auf Demos gehen konnte. Also ich war am Anfang, fällt mir gerade ein, war ich auf mehreren Demos noch. Also wir haben immer mit Freunden zusammen, dass immer klar war, wenn irgendeine Situation schwierig wird, dass ich dann mit dem Baby raus kann und so. Aber bei der großen Demo, da habe ich mich dann nicht mehr mit auf die Straße getraut, habe Telefondienst gemacht und es war für mich ein total wichtiges Statement. Also, du hast nach den Fahnen gefragt. Ich glaube, ich habe bis heute ein total gespaltenes Verhältnis zu der Deutschlandfahne. Ich finde die immer irgendwie, berührt mich unangenehm. Reichskriegsflagge sowieso, also gar kein Thema. Aber ich habe auch ein Problem mit der Deutschlandflagge. Also das ist mir irgendwie immer noch fremd, ist mir fremd geblieben. Also ich fand das für mich sehr unangenehm zu sehen, als in Leipzig dann die ersten Deutschlandfahnen auftauchten, als es den Spruch gab, wir sind ein Volk, weil das überhaupt nicht meiner Haltung entsprach und meiner Vorstellung von einem neuen Land, was da entstehen könnte. Also es bekam mit einmal so einen nationalistischen Einschlag, den ich überhaupt nicht mittragen konnte. Und das hat mich also irgendwie auch enttäuscht, weil mir nicht klar war, wo diese Haltung mit einmal herkam. Was kann die linke Bewegung heute von der Bewegung damals lernen? Interessante Frage. Ich würde als allererstes immer sagen, lasst euch nicht in kleine Gruppen spalten, zerfleddert euch nicht gegenseitig, schließt euch zusammen. Weil das ist was, was ich als sozusagen nach dem Ende der DDR als total schockierend erlebt habe, wie Leute, die vorher alle unter einem Dach waren und einem Dach gearbeitet haben, mit einmal so in kleine Gruppen zersplittert waren und einer war sektiererischer als der andere und jeder hatte irgendwie die linke Idee oder das Ideal und ich würde immer denken, irgendwie in also eigene Ideen vertreten. Ich finde es das gut, dass es verschiedene Richtungen gibt, aber irgendwie sich unter einem Dach finden. Irgendwie zu schauen, dass man sich nicht zersplittert, zu kleinteilig wird und dann keine Bedeutung mehr hat. Weil man irgendwie sich zu sehr von den anderen abgrenzen muss und damit beschäftigt, sich von den anderen abzugrenzen. Und das Gefühl hatte ich nach 89 total stark in der ehemaligen DDR-Opposition, dass sie da irgendwie sich eine Nische, nochmal eine Nische gesucht hat und alles irgendwie zu kleinteilig wurde. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch ein großes Westdeutschland. Krieg romantische Gefühle, sehe ich eine kaputte Wand. Ich komme aus dem Land, was es nicht mehr gibt. Das Land ist längst in alle Winde zerstiebt. Jetzt laufe ich alleine durch die weite Welt und frage mich, ob es mir gefällt und frage mich, ob mir das gefällt.